Leva tohiere Christi ganz wörtlich und heit die Welt kommt zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Von nun lese ich Epheser das erste Kapitel von Vers 15 bis 18. Du sagtet von dann an, was ich jenen Glaube an dem Herrn Jesus hied. Und von wo je alle Heilige Gott sind, hied ich nicht ab für jen zu danken und für jen zu beten, dass der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, jen mocht den Geist von Weisheit und Einsicht schenke, am Beter Tjane zu lehren. Mocht er jen der Einsicht geben, im Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, der Hei für jen reit hat und wo groß dort herrlich dort oft gut ist, dort alle Heilige in Christus getreten hat. So wir haben in der letzten Zeit einmal waren davon gehört, und habe ich davon geredet, wo Gott uns mit geistlicher Sehnung gesehnt hat im Himmel durch Christus. Und hier so sagt Paulus dann, wo er dann nur für die Pfizer betet hat, was er von ihren Glauben gehört hat, dort Gott ein Wort den Geist von Weisheit geben, in Einsicht. Am Beter Tjane zu lehren. Das ist einfach so, wenn ein Christ ist im Glauben ist, dann sind da bloß zwei Wege, entweder er warst oder er rutscht strick. Stunden bleiben es nicht möglich. Entweder wie das geht vorab oder das geht ab der Trickweich. Und da ist Paulus das so wichtig, dass diese neue Gläubige waren Worte, in Tau nehmen in das Verständnis über Gott. Und dort brücken sie den Geist von Weisheit. Jeder Christ muss sich ausstreichen über die Weisheit. Er muss die Weisheit lehren wollen. Er muss verstehen lehren wollen. Weisheit ist mehr als Weite. Weisheit ist ein Weite, wo doch weit, wo er das Weite anwenden kann. Wenn ich ein Weite habe, aber nicht weit, wo ich dort anwenden kann, dann hält mir das nicht. So Weisheit ist, Gott Peter Tjane zu lehren in der geistlichen Sehnung, in der geistlichen Sache, was Gott in uns Leben eingeleicht hat, dort wir auch verstehen, in Amsate lehre in uns Leben. Christen sollen tief im Hort berührt sein und erfüllt sein mit allen der geistlichen Wahrheiten, die wir in Christus getreten haben. Das meint ungefähr so mit einem Beispiel verglichen, wenn du hast ein kleiner Jung, der gleich sehr fesche in seinem Vorrat sagt dann, wie wurde dann und dann Fäsche vor. In der kleine Junge, der ist ganz abgeregt, in sein Hort ist voll, der ist bewegt, er redet davon, er ist voll Freude, voll Erwartung, aber es endlich so wie es ist. Und er wurde während der Zwischenzeit den Vater mit Frauen bedrängen. Papa, wo will wir das? Und wo ist dort? Und wo wollen wir dort tun? Wo wollen wir Jan tun? Er will alles weiter, wo es wird sein, wenn sie waren Fäsche vor. Sein Hort ist ganz voll davon und bewegt von dort, wo sein vor der Fährhafen von den Plonen, den er fährhaf. So ähnlich könnte es sein, als ein Gläubiger, der begriffen hat und von zu glauben, was Gott vor ihm vorbereitet hat und all die geistlichen Sehnungen, dort er hing heran ist, der zu weiter, den Plon, auch in eine Kleinigkeiten zu weiten und in sein Leben anzuwenden. Dann sagt Paulus, brücke sie auch den Geist von Offenbarung. Die geistlichen Sachen, die sind nicht einfach so zu begreifen. Die können bloß durch den Heiligen Geist in uns offenbart worden, dass die Deib in uns Hort nennen, regen und eine Änderung bewirken. So Paulus betet hier, dass die Gläubige möchte vernehmen im Hort. Im Hort, also nicht bloß hören davon, sondern im Hort vernehmen. Das meint, dass er Hort wird ganz und gar bewegt sein von der Hoffnung,
die Gott für die Reit hat, oder die Hoffnung, die Gott an sie gegeben hat, und wie groß der herrliche Aufgott ist, dass die Gläubige in Christus gekriegt haben. So hier redet Paulus nicht davon, dass die Christen, die wahre Gläubige, nach einem Aufgott kriegen wurden, sondern hier sind immer die Wied gegeben, dort all passiert ist. Und die Tatsache ist, dass die wahre Gläubige einen Aufgott haben. Dort ist wohl abgewort im Himmel, sie haben es noch nicht vollständig in Besitz genommen, aber das ist all Erd. In all diese großartige Wahrheiten, wenn die im Leben von einem Gläubigen sich bewegen, dann kriegt ein Mensch eine lebende Hoffnung. Er ist nicht mehr auf dieser Welt gerecht, sondern er hat eine lebende Hoffnung, die im Himmel abgewort wird in Christus. Und für das ist das Wort, dass wir uns danach ausstreichen, nur diese Weisheit, nur diese Erkenntnis über Gott, so dass wir was kennen und Vorstellung worden kennen in dieser Sache, die Gott für uns gemacht hat, durch seinen herrlichen Plan in Christus. Dankeschön, Herr Jesus, für dein Wort. Dankeschön für die Großartigkeit von unserer Lesung. Auch wir wollen daran beten, dass du diese Wahrheit tief in uns Herzen einleichst, dass du dich da bewegst, so dass wir dich verstehen und in unser Leben anwenden können.